Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein besonderes Video für euch und zwar schminke ich eine Zuschauerin, diesmal die liebe Nadine. Nadine trägt eine Brille, wie ihr seht, sie ist kurzsichtig und viele von euch da draußen sind auch kurzsichtig und ich hatte vor einiger Zeit auf Facebook einen Aufruf gestartet, wer von euch denn gerne ein Tutorial sehen will zu Brillenträgerinnen, die kurzsichtig sind, weil da muss man ein paar Sachen beachten und muss man sich ein bisschen anders schminken und jetzt habe ich ein richtig hübsches Model hier und jetzt werde ich sie einfach schminken, euch parallel dann die Tipps dazu geben, die ihr zu Hause dann anwenden könnt. Ich sage euch, es ist super einfach, weil wenn ihr kurzsichtig seid, je nach Brillenstärke bei euch können eure Augen bis zu 20% kleiner wirken, das heißt alles, was hinter den Brillengläsern sind, wirkt kleiner, das heißt euer Ziel ist es in erster Linie eure Äuglein größer zu schminken und wie ihr das geht, das zeige ich euch an Nadine. Das erste, was ich bei Nadine machen werde, ist ihre Haare nach hinten binden und ihr Gesicht eincremen. Sie hat ein paar Unreinheiten im Gesicht, aber generell eine trockenere Haut und deswegen nehme ich die Embrulisse Le Creme Concentré. Ihr wisst, es ist eine meiner Lieblingscremes und damit werde ich ihr Gesicht erstmal großzügig eincremen und so verstehe ich das Gesicht am besten. Als nächstes ist mir natürlich auch die Augenpflege sehr, sehr wichtig und deswegen nehme ich die Dermasense Eye Cream und werde sie ihr auch großzügig unten auftragen, unter den Augen, in doppelten Schichten bei ihr, weil sie eine trockenere Haut hat und das gut einwirken lassen. Damit ihre Lippen am Ende schön weich sind, nehme ich eine Lippenpflege von Clarins und gebe sie erstmal großzügig auf die Lippen drauf. So hat es die ganze Zeit über einzuwirken. Wir haben am Ende schöne, weiche Lippen. Als nächstes nehme ich jetzt für ihre braunen Augen, die ich betonen will, einen Primer. Das ist der von Urban Decay in der Farbe Sin und werde ihr das auf das gesamte Lid erstmal auftragen und gut antrocknen lassen. Als nächstes möchte ich diese goldfarbene Base auch weiterhin behalten und deswegen nehme ich jetzt von MAC eine meiner Lieblingsfarbe All That Glitters, die passt zu allen Augenfarben und werde sie erstmal aufs Lid auftupfen. Da das gesamte Make-up auf ihr Auge ausgerichtet ist und ich ihre Äuglein betonen möchte, nehme ich jetzt eine matte Farbe von MAC, die heißt Wedge und das ist so ein helles beige-braun-taub, irgendeine Mischung dazwischen und damit werde ich ihr dann entlang der Lidfalte gehen und mit einem fluffigeren Blendingpinsel so lange hin und her verblenden, dass ich eine softe Definition bekomme. Als nächstes möchte ich natürlich auch das Braun ihrer Augen noch mehr zum Strahlen bringen und deswegen nehme ich aus der Urban Decay Weißpalette einmal eine Bronzefarbe und einmal so eine lila Auberginefarbe und werde die beiden mischen und dann eine Art V bilden. Jetzt nehme ich wieder einen Blendingpinsel und werde dann so lange hin und her verblenden, bis das Ganze etwas weicher ist und die Übergänge einfach sauber sind. Für euch zu Hause, wenn ihr einen Fehler gemacht habt und merkt, ups, ihr seid zu weit nach oben gegangen oder links oder rechts, nehmt doch einfach ein Wattestäbchen und korrigiert das Ganze. Da lila eine Farbe ist, die braune Augen zum Strahlen bringt, nehme ich jetzt wieder die Farbe Vanity und werde sie ihr entlang des unteren Wimpernkranzes auftragen und dann gebe ich die Farbe auch noch entlang des oberen Wimpernkranzes und werde es gut so lange hin und her verblenden, dass ich einfach eine sanfte Linie habe und es ist auch ein Tipp von mir, wenn ihr zu Hause keinen Eyeliner ziehen könnt oder euch ein Kajalstift einfach zu anstrengend ist, nehmt doch einfach einen Lidschatten und tragt es dann auf. Es ist viel, viel softer, für Anfänger geeignet und es sieht auch wunderschön aus. Ihr Look soll aber nicht zu soft werden, deswegen nehme ich den G-Liner in Lila, trage ihn ihr entlang des Wimpernkranzes auf und mache einen kleinen Flick. Zum einen wirkt ihr Blick etwas wacher und ihr Auge wird etwas verlängert, es wird katzenmäßiger und das ist das, was ich bei ihrem persönlichen Look machen möchte. Dann werde ich die Fallouts etwas putzen und dann kommen wir auch zum nächsten Schritt. Wenn sie ihre Brille aufträgt, möchte ich, dass sie trotzdem, wenn sie den durchschaut, einfach schöne große Augen hat. Und deswegen nehme ich einen cremefarbenen Kajal von Max Factor und trage ihn entlang der Wasserlinie auf.
Die Foundation, die ich gewählt habe, ist die MAC Face & Body und da habe ich zwei Farben gemischt, zum einen N1 und C2. Und jetzt fragen sich viele, warum nimmst du denn so eine leichtere Foundation, wenn doch Nadine ein paar Unreinheiten um den Mundwinkel herum hat? Das liegt zum einen daran, dass Nadine eine trockene Haut hat und eine empfindliche Haut und diese paar Unreinheiten kann man auch mit einem Concealer verdecken. Da möchte ich nicht einfach eine Foundation nehmen, die zu schwer ist für ihre Haut. Dann nehme ich lieber eine Face & Body und gebe sie ihr in zwei dünnen Schichten auf ihre Haut auf und arbeite sie gut ein. Nadine hat das Glück, dass sie kaum Augenringe hat und ich nehme jetzt nur einen Concealer, einen etwas leichteren, das ist der Maybelline Fit Me in 10 und werde ihr ein bisschen unter die Augen etwas concealen, um die Nase herum, die Rötung weg, die Unreinheiten und ich nehme jetzt keinen aufhellenden Concealer, weil wenn etwas hell ist, dann wird es betont. Unreinheiten sollen nicht betont werden. Dann nehmt dann immer bitte dafür einen, speziell bei Unreinheiten, einen Concealer, der ungefähr eure Hautfarbe hat. Nadine hat nur Mini-Tränensäcke und deswegen nehme ich einen aufhellenden Concealer, der nicht ganz so stark ist wie der Yves Saint Laurent und deswegen nehme ich den Maybelline Dreamy Lumi Touch und den trage ich hier unter die Tränensäcke auf etwas drüber, Stirn, Mitte, Nasenrücken, Kinn, werde das Ganze verblenden. Dazu nehme ich den Real Technique Pinsel und werde das Ganze patten, sodass die Foundation, die da drunter ist und der Concealer, der da drunter ist an den Stellen, nicht verschwindet. Jetzt kümmere ich mich um ihre wunderschönen dicken Augenbrauen. Ich liebe es, wenn jemand so dicke Augenbrauen hat. Werde sie eher erstmal durchbürsten und jetzt nehme ich von Anastasia ein Brow Powder und werde ihr nur die Stellen ausfüllen mit dem Lidschatten oder beziehungsweise das Pigment, wo ich der Meinung bin, sie könnte mehr Definition bekommen. Ich möchte ihrem Gesicht etwas mehr Wärme verleihen und ihr wisst schon, es kommt Bobbi Brown Golden Light. Ich liebe ihn für Hellhäutige und den trage ich in einer Art Dreierform auf ihr Gesicht drauf. Aber zum Verblenden nehme ich einen richtig fluffigen Pinsel. Es ist eigentlich ein Rouge-Pinsel von Real Technique, aber ich möchte ihre Haut nicht unnötig strapazieren und werde das Ganze einfach verblenden. Dabei zeige ich hier auch die Unterschiede, wie ihr Gesicht wirkt. Das eine ein bisschen schmaler und wärmer und das andere etwas großflächiger. Und das Ganze werde ich dann einfach weiterhin auftragen und verblenden. Wer zu einer trockenen Haut neigt, dem empfehle ich immer ein Creme-Blush im Gegensatz zu einem normalen Puder-Blush. Und das ist hier Blaze von Laura Mercier. Und den habe ich erstmal mit dem Finger auf ihr Gesicht aufgetragen und verblendet mit diesem Urban Decay-Pinsel. Und ich mache das dann so lange, bis ich der Meinung bin, es hat die geeignete Intensität. Um ihre Augen danach aber noch mehr zu betonen, nehme ich jetzt erstmal die Wimpernzange von Shuomura und werde erstmal ihre Wimpern schön mit der Wimpernzange nach oben biegen, sodass, wenn sie auch durch die Brille hindurch schaut, einfach einen schönen Blick hat. Und dann kümmere ich mich jetzt auch natürlich um die Wimperntusche und Maybelline Force Lash Mascara finde ich einfach super toll, weil sie einfach verlängert und dann so einen falschen Wimpern-Effekt hat und wenn ihr dann auch eine Brille tragt, dann kann es sein, ihr stoßt die ganze Zeit dagegen und viele normale Mascaras krümeln dann einfach komplett weg. Dann nehme ich noch, weil es ihr Wunsch war, falsche Wimpern, aber auch hier achte ich darauf, dass es nicht zu lange Wimpern sind, weil wenn sie dann zu lang sind und ihr die Brille drauf tragt, dann kann es sein, ihr schaut durchs Brillenglas und die ganze Zeit stoßen sie dagegen an. Und deswegen nehme ich die kleineren 7x7 XS Wimpern, sie verdichten und machen einen schönen Blick. Jetzt nehme ich von Laura Mercier den Plumberry Lip Liner, doch bevor ich das mache, tupfe ich hier die Lippenpflege weg, sonst hält gar kein Lip Liner und jetzt ziehe ich hier die Lippenkonturen nach und werde dann einfach mit einem Lippenpinsel dann das Ganze gut nach innen herein verblenden. Als nächstes nehme ich jetzt den Lippenstift MAC Modesty. Ich liebe diese Farbe, ist so eine elegante Farbe und trage sie ihr auf. Da ich aber noch mehr Fokus auf ihre Lippen setzen will, nachdem ich das Ganze hier auf den Boden geschmissen habe, nehme ich den Benefit Lipgloss in der Farbe Fomance und werde ihr das Ganze auftragen. Das Make-up ist fast fertig, wir brauchen jetzt nur noch einen Highlighter und hier nehme ich eine etwas wärmere Farbe, eine etwas kältere Farbe, werde sie mischen und die ganzen Lichtpunkte setzen. Musik.
Ich gebe ihr den Highlighter einfach entlang ihrer Schläfe und entlang ihrer super süßen Nase. Das Ganze mache ich auf der anderen Seite und dann ist auch das Make-up schon fertig. Jetzt kümmere ich mich um ihre Haare und ich bin der Meinung, ein bisschen mehr Volumen schmeichelt ihrem Gesicht und ihrem Typus etwas mehr. Deswegen gebe ich jetzt dieses L'Oreal Mineralpuder in die Haare. Da das Ganze etwas mattiert, nehme ich noch ein Sebastian Glanzspray und werde ihr die Haare etwas auflockern. Ihr seht, sofort gegen die Haare nach oben. Das Volumen ist da. Ich möchte es ein bisschen sauberer machen und lockere die Haare nach vorne hin auf. Und voila, hier seht ihr Vor-Nachher-Bilder und fertig ist das Make-up. So ihr Lieben, ich habe jetzt die Nadine geschminkt und ich habe euch auch einen Look gezeigt, wie ihr es auch mit Brille tragen könnt. Das ist wichtig, einfach die Lippen zu betonen, den Rahmen, die Augenbrauen. Und darf ich dir dein Pony kurz wegmachen? Sie hat jetzt einfach voll die wunderschönen Äuglein bekommen, weil ich auch Lila um ihre Augen herum gemacht habe. Und so wird auch ihr Grün, was sie in den Augen hat, betont. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ihr habt euch gefreut und weil die Nadine hier war, mein Model des Tages, auch ein kleines Geschenk von mir. Bitteschön. Ja, ich hoffe, euch hat die Serie gefallen. Heute meine Brillenträgerin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.